Lass durchziehen. Hat der Laden offen? Bruder, lass mit dem Polizeiauto durchziehen. Ich mach. Ist das so Sirene, als wäre hier ein Einsatz? Der Laden ist offen. Ja! Justin! Hallo? Was machst du da drin? Spielen? Was haben sie denn da in der Hand, Kleiner? Du bist doch Karl-Heinz. Bist du der Justin? Du bist doch Karl-Heinz, oder? Bist du Justin? Nee, ich bin nicht Justin. Vielleicht, vielleicht doch nicht. Ich zeige dir meinen Spitz. Hallo? Ich höre sie ganz schlecht. Ja, komm mal ein Stück aus der Tür raus. Ich gehe ein Stück zurück. Aber wenn ich ein Stück aus der Tür rauskomme, ist ja alles doof. Ja, aber ich komme sicher nicht. Ja, gehen Sie zurück. Er kommt mich ein Stück raus. Ja. Hallo. Hallo. Jetzt können wir uns besser verstehen, oder? Bisschen besser, ja. Perfekt, sehr schön. Gut, was hast du denn da in deiner Hand? Eine Nacktschnecke. Das ist keine Nacktschnecke. Doch. Sicher? Die haben wir auf dem Boden gefunden, die ist glitschig. Dann leg die mal wieder hin. Das ist so eine eingeölte Nacktschnecke, ist das. In deiner rechten Hand? Ja, das ist meine Nacktschnecke. Das sieht aber nicht aus wie eine Nacktschnecke. Doch, das ist eine Nacktschnecke. Das glaube ich nicht. Ist es aber. Du bist doch Karl-Heinz, oder? Nö. Nee. Der soll weggehen, der Mann da hinten macht mir Angst. Ja, der läuft wieder auf die andere Seite, alles gut. Da kommen jetzt zu viele. Halte mal ein bisschen Abstand. Nur wegen meiner Nacktschnecke. Weißt du, warum so viele kommen? Nee. Weil du mit deiner, was du als Nacktschnecke bezeichnest, damit auf die Gläser da einschlägst. Wenn du die Gläser kaputt schlägst, ja, dann wird ein Alarm bei uns ausgelöst. Ja, ich brauche das wieder für ein Schulprojekt. Wir haben wieder Projektwoche. Wie beim letzten Mal? Genau, da habe ich mir einen schönen Backfisch gemacht und jetzt brauchen wir die wieder. Ich bringe die da auch wieder zurück. Das können wir aber dir aber nicht erlauben. Dann musst ich will aber so eine Nacktschnecke draus machen. Nee. Warum jetzt, nicht? Jetzt pack die Nacktschnecke bitte erstmal weg. Nein. Stehen bleiben. Nein, du läufst. Nee, die habe ich schon. Ich pack sie weg. Ich pack sie ins Auto. Ich schwöre, ich pack sie ins Auto. Versprochen. Und ciao, ciao. Ich bin weg. Ich weiß, wo es hingeht. Ich weiß, wo es hingeht. Weg mit der Nacktschnecke. Alter, ich hoffe, das Boot ist noch da. Oh mein Gott. Weg mit der Nacktschnecke, weg mit der Nacktschnecke. Das wird so schief gehen, das wird so schief gehen. Ich sehe es jetzt schon. Leute, ich sehe es jetzt schon kommen, es wird schief gehen. Ich habe dieses dumme Gefühl, mich haut es gleich auf den Kopf. Ah, das Adrenalin steigt. Er hat gesagt, soll es wegpacken. Soll ich sie weggepackt, die Nacktschnecke? Oh nee, ich komme falsch, ich war an der falschen Seite. Naja, dann fahre ich halt einmal im Kreisel, ist auch okay. Kreidel, 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 mein Kreidel, den habe ich gern. Ja, mein Boot steht noch da, mein Boot. Mein Boot steht noch da. Okay, das heißt, ich muss nochmal umdrehen vorne. Habe ich eine Idee? Heide Getreide, mein Boot ist noch da, meine Damen und Herren. Das heißt, wir können unseren Plan umsetzen wie geplant. Das freut mich natürlich sehr. Ich hoffe, euch auch. Oh nein, ich war falsch. Ich war falsch, ich bin ein Trottel. Ah, ne, für Ablenkung ganz gut. Oder lieber doch nicht. Oh, scheiße, das ist nicht gut. Oh, da müsste ich eine Treppe runter. Ja. Wobei, ja, so zwei Treppelchen sind realistisch. Ganz langsam runter. Blockiert ihn, blockiert ihn. Der schiebt mich weg. Ganz langsam zwei Treppchen. Alter, Alter, ui. Ich bin falsch gefahren. Ich wollte so fahren. Was ist das für eine scheiß Idee? Das ist ein Polizeihelikopter über uns, ne? Kann das sein? Ich glaube, das ist ein. Wir gehen uns einmal hier durch. Ich weiß ganz genau, wie der Plan ist. Oh mein Gott. Uiuiui, so viel Offroad wollte ich gar nicht. Oh mein Gott, so viel Offroad will ich doch gar nicht. Ich habe das Gefühl, das geht schief, Leute. Ich habe das Gefühl, das geht schief. Bleib mal hier. Kann Heinz hier bleiben? Nein. Warum nicht? Bleib mal hier. Nein, fährst du los. Wir fahren, komm, wir fahren. Wir fahren, komm, wir fahren alle zusammen.
Hä? Wo ist er hin? Wir fahren zusammen, Jungs. Hä? Nee. Du läufst. Doch, wir fahren jetzt, komm. Karl-Heinz jetzt. Karl-Heinz. Warum nicht? Bleib mit, ja, komm, wir fahren, komm. Komm, wir fahren. Was ist das für eine Scheiße? Hallo, Hilfe. Komm, wir fahren alle zusammen. Setz dich doch mal weiter sitzen. Wir fahren, kommt. Nee. So, wo fahren wir hin? Der Rookie ist auch an Bord. Hat ein bisschen haben Sie ein Problem mit dem Reizdarm? Scheiße. Das Windsetz hat nicht funktioniert. Ja, ich schick Positions. Fahren jetzt erstmal auf so ein Meer draus. Chip, 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 chip. Wo fahren wir hin? Wie wär's, wenn wir wieder umdrehen, Karl-Heinz? Wir drehen ja um. Ich hab's so verkackt. Fahr mal hier rechts bei an das Autohaus ran. Wo? An welches Autohaus? Hier rechts. Ist da wohl ein Autoschmaus? Da, wo die große Ente immer ist. Da ist eine große Ente? Ja, da gibt's eine große Ente. Nee, da gibt's keine große Ente. Doch. Die können wir uns anschauen. Scheiße. Das ging so in die Host, weil ich nicht einsteigen. Ich hab probiert einzusteigen, es hat nicht funktioniert wie vorhin. Ich hab richtig hart verkackt. Alter, warum ist der so schnell? Wir fahren Richtung 4. Wir fahren nirgends hin, du hörst jetzt auf. Ich schmeiß dich sonst irgendwo raus. Karl-Heinz, wenn ich aufhöre, hörst du aber auch auf, okay? Wir hören aber beide auf. Ja, bleib einfach stehen, okay? Ja, aber wenn ich stehen bleibe, komm, es aufstehen, komm. Oder fahr jetzt hier rechts an den Strand ran. Ja, wir fahren rechts an den Strand ran, alles gut. Fahr jetzt hier rechts, ja, einfach auf den Strand. Mach ich. Karl-Heinz sagt, er will jetzt hier beim Strand halten. So, Karl-Heinz, komm, wir steigen jetzt beide zusammen aus. Okay. 1, 2, 3. Warum stehst du nicht auf? Karl-Heinz? Du musst zuerst aufstehen. Nein, Karl-Heinz. Natürlich, wir müssen alle zusammen jetzt aufstehen. Nein. Komm. 3. Ich doch, weiß, wie das läuft, Karl-Heinz. Dann ich stehe jetzt auf, komm. Nein, wir bleiben. Ja, warte, ich fahre das Boot sogar auf. Hier drauf, guck. Ja, fahr. Nein. Aber du steigst als erstes aus. Nee, du steigst zuerst aus. Hast du doch gesagt, wir stehen zusammen aus. Nein, Karl-Heinz, du steigst als erstes aus. Wir steigen alle zusammen jetzt aus. Nein, Karl-Heinz, steig doch jetzt aus. Wir steigen jetzt aus zusammen. Komm, ich komme jetzt eh nicht mehr weg. Aus. Komm, wir steigen jetzt aus. Ich bleibe so lange im Boot drin sitzen, bis er selbst aussteigt. Nee, nicht drauf da. Er will doch drauf. Gut, dann fahren wir hier halt durch, dann ist es ja, nicht mein Tempo. Problem. So, dann steigst du hier jetzt, aus, okay? Wir fahren nirgends durch, du hörst jetzt auf. Karl-Heinz. Wir zahlen nicht so ein Spielverderber. Komm, wir spielen ins Verstecken. Okay, wo willst du denn verstecken? Wo bist du? Fahren wir zum Autohaus Verstecken spielen? Ja, wir wollen. Oder machen wir das. Lass uns jetzt zum Autohaus fahren, zum Verstecken. Gut, dann fahren wir Autohaus Verstecken spielen. Wo willst du dich verstecken? Wie bitte? Wo willst du dich verstecken? Ich verstecke mich hinter der großen Ente. Cool, dann verstecke ich mich hier irgendwo. Aufpassen, Kopf einziehen. Ja, wir verstecken uns jetzt doch, wo habe ich gedacht, oder nicht? Okay, dann lass uns hier verstecken, okay? Okay, dann steigen wir hier aus, komm. Aber auf 3. 1, ja, 2, 3. Du steigst zuerst aus. Ja, mach ich doch. Geh mal runter vom Boot. Ja, wollte ich doch, wir steigen jetzt aus. Karl-Heinz. Ja, komm, wir machen jetzt ein Rennen. Komm, du fährst mit dem Boot und ich fahr mit dem. Nein, Karl-Heinz. Doch, komm, wir machen das jetzt. Ich werde bei dir auf dem Boot bleiben. Und ich werde erst das Boot verlassen, wenn du. Ja, muss ich wohl weiterfahren. Wo fahren wir jetzt hin? Karl-Heinz. Halt doch einfach. Das Problem ist, sobald er aufsteht, irgendwas probiert zu tun, fliegt er vom Boot runter, ist die Scheiße, ne? Aber hätte schon so oft aufstehen können. So, dann fahren wir halt hier lang. Guck mal, das sind die Kollegen. Jetzt halt doch hier einfach an. Ja, ich halt doch hier an. Oder. Okay. Oder hier? Hier halt mir an. Komm raus da. Und jetzt steig aus. Okay. Ja, du springst jetzt raus. Komm, ich. Wenn du aufstehst, stehst du auch auf. Versprochen. Ja, stehst du aber auf. Ne, du stehst zuerst auf. Nein, Karl-Heinz, ich glaub dir nicht. Warum nicht? So, was jetzt? Was ist jetzt los? Und jetzt fahren wir wieder. Karl-Heinz, wir machen Sesselrücken. Komm, jetzt fahren wir wieder weiter. Komm. Wo fahren wir jetzt hin? Wo wollen wir jetzt hinfahren? Komm, wir lass machen einen Ausflug. Fahren. Ja, lass uns einen Ausflug machen. Komm. Wir gucken uns die große Ente an. Ja, lass uns einen Ausflug machen.
Jetzt machen wir einen großen Ausflug, okay? Panik negativ, Panik negativ, Panik negativ. Warum hast du Panik? Warum? Wo ist denn die Panik? Was habe ich dir getan? Hast du, ich habe zu dicke Finger. Du hast zu dicke Finger? Karl-Heinz, jetzt fahr doch einfach rechts ran. Guck mal, da rechts ist das Autohaus. Ja, dann fahren wir zum Autohaus. Du fährst aber in die falsche Richtung jetzt wieder. Ja doch, das, wir müssen noch zum Autohaus, hast du gesagt gerade. Wer steigt jetzt zuerst aus, du oder ich? Steigst du jetzt aus? Oder steig ich jetzt aus? Noch einen Meter nach vorne fahren, okay? Okay. Au. Steigst du jetzt aus oder ich? Jetzt steigen wir beide aus. Gut, jetzt steigen wir beide aus. Wir steigen jetzt beide aus. Au. Karl-Heinz, stehen bleiben! Weg, 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 komm, 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 weg, 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 ich will nur weg, Alter, schnell weg. Oh nee, Alter, das war eine ganz dumme Idee, also das mit dem Boot machen wir kein zweites Mal. Das war eines der dümmsten Ideen, auf die ich gekommen bin, weil ich schon vorhin bemerkt habe, dass das nicht richtig funktioniert hat mit dem Boot, mit dem Einsteigen und so, weil da so viele Sitzplätze sind. So viele Sitzplätzchen waren da drauf. Oh mein Gott. Oh, der ist ja hinter mir her. Oh mein Gott! Da ist ja der hinter mir her, der Typ ist. Ich seh's jetzt erst. Ach du Scheiße, ey. Das war. Ich bin nicht mal angeschnallt. Das Ding ist auch nicht mal getuned oder so. Das hätte ich vielleicht tunen sollen zuerst, ne? Wäre eine fabelhafte Idee gewesen, hätte ich das gemacht. Das habe ich nämlich letztes Mal gemacht. Dann fährt das Ding ja gar nicht mal so schlecht. Ich habe das nicht mal getuned, das Teil. Das fährt halt nicht so schnell. Jetzt müssen uns die Fahrskills noch da irgendwie raushelfen. Aber ich glaube, das wird nichts mehr mit den Fahrskills, ne? Das wird nichts mehr. Das ist jetzt einfach zu... Aber wir können nochmal zu dem Boot fahren, ich meine. Du, Leute, also wenn wir nochmal wollen, wir könnten nochmal Richtung Boot fahren. Oder mal ein zweites Mal probieren. Also was... Oh, du Scheiße. Oh mein Gott. Da ist irgendwas kaputt an dem Teil. Oh, jetzt kommt schon die Zivilpolizei. Ich habe wieder einen riesengroßen Einsatz verursacht. Gut, ich glaube, wir fahren nochmal zum Boot, oder? Leute, was sagt ihr? Nochmal eine Bootsfahrt? Habt ihr Lust drauf? Seid ihr ready für ein Bootsunternehmen? Aber ich mache das jetzt wirklich nochmal. Das Ding hebt nämlich gleich ab, wenn ich irgendwo in die Kurve fahre. Ich merke das schon. Das Ding brettert mir gleich durch den Ding durch. Mich überschlägt es gleich, ich merke es. Vorne, das schon so kaputt ist, mich hebelt es immer halb aus beim Fahren. Das ist nicht gut. Die Frage ist, ob ich das jetzt nochmal mache. Das, ey, wenn da die. Wenn die jetzt hier. Nochmal hier durch? Ja, nochmal! Oh nein. Nee. Ja, komm. Ach du Scheiße, er fahren wir doch hinten drauf. Oh, das Ding ist gleich kaputt. Noch eine zweite Bootsfahrt? Habt ihr da Bock drauf, Leute? Auf ein zweites, oder? Karl-Heinz, das Boot ist kaputt. Auf eine zweite Bootsfahrt. Linken 59 ist drauf. Karl-Heinz, halt an. Hm? Das bringt doch nichts. Jetzt ist das Boot halt wirklich schon kaputt. Ja, Airbag ist sogar ausgelöst. Seit wann am Boot der Airbags? Ja, Vorsichtsmaßnahme ist doch gut, oder nicht? Vorsichtsmaßnahme? Bist du jetzt wieder selber, der am Boot drin sitzt? Nein, ich bin anderer. Achso, ich habe eine Geschichte für dich. Der vorhin im Boot drin gesessen ist, hat der voll die Panik. Eigentlich gewusst hat, wo wir hinfahren. Ja, aber willst du nicht anhalten? Nö, ich hab grad Spaß. Du hast Spaß. Boah, weißt du, dass der da wieder eingestiegen ist, ey, die sind so sneaky. Die sind so sneaky, die Cops. Auf für zweite Runde. Oh, jetzt ist kaputt. Halt an. Das Boot funktioniert doch nicht mehr. Scheiße, 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 scheiße. Ich bin fangen. Hol mich doch, wenn du mich fangst. Huch. 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 Das will ich aber schnell machen, ne? Nicht nach hinten gucken, immer weiter geradeaus gehen. Oh ne, es wird jetzt schlecht für mich. Jetzt wird es richtig schlecht für mich. Oh ne, jetzt hat er getasert. Hat er getasert? Nein.
Okay, ich fahr mit. Hallo, ich steig doch ein. Ich komm mit. Komm, wir fahren zusammen auf die Kerber, komm. Nee. Doch, wir fahren zusammen, komm, ich steig doch ein. Nee. Wir fahren zusammen, doch, wir fahren zusammen, bitte. Aui! Nicht! Ich kann nicht mit. Karl-Heinz? Karl-Heinz? Ich tu dir jetzt einmal. Karl-Heinz, alles gut. Ich leg den kleinen Mark Kabelbinder an, ja? Ja, leg den Kabelbinder an. Und ruf an Karl-Heinz, ich leg den Kabelbinder an, ja? Ja. Karl-Heinz, bleib am besten liegen. Oh. Karl-Heinz? Karl-Heinz, leg dich am besten hin. Genau. Gut. Also nächstes Mal nehmen wir das Fahrrad. Ich schau jetzt. Ey, aber komm, der Plan war nicht schlecht, die Umsetzung war du Kacke. Ich hab ein Atelier bestellt. So eine Scheiße.